Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Thüringen. Ja, die Gülle geht hier zum Kuhstall oder wird produziert. Und heute nochmal, ja, bis lang wie hell ist, Gülle fahren und ein bisschen die Lage für die Aufgabe. Vor einem schönen Sonntag. Und sobald die Lage-Aufgabe erledigt ist, können wir das Spiel vorspulen, ne? Oh, der Junge schon da. Kann ich melden, weil er nicht weiterfahren kann, ne? Ja, zurzeit ist es so, ist gar kein Update. Der Aufgaben-Mod macht Schwierigkeiten. Na, jedenfalls kommt da ein Ruderfehler. Und ich hoffe, dass das nicht so sehr stört. Lassen wir eine Runde fahren, ne? Obwohl nicht viel Schnee liegt. Aber steht eh rum, ne? Genau. Ja, ich habe das zweite Silo geöffnet. Also wer gestern geschaut hat, hat gesehen, was ich da gemacht habe. Wie gesagt, deswegen habe ich den Mod ja immer deaktiviert. Ich habe ihn heute nicht aktiviert, weil ich erstmal öffnen wollte. Und morgen würde ich einen anderen oder zum Schluss mal schauen oder morgen den praktisch, weil verbuggt ist, öffnen und dann nachher wieder gleich schließen, ne? Und eben hatte ich so weit geöffnet gehabt zum zweiten Mal und da war das ja leider wieder Mais-Silage, ne? Also Grassilage, ne, Mais-Silage frisch, ne? Also im Prinzip, ja. Ja, woher der Bug kommt, wahrscheinlich vom LS, weil den gleiche Problem habe ich in auf dem Marsch auf. Woher das nun herrührt. Also ich habe es in 19 auch gehabt, ne? Also da würde ich meinen und behaupten, dass sie wahrscheinlich vom Hauptspiel kommen. Aber belegen kann ich es nicht, ne? Ich kann das für mich nur so lösen, dass ich das Silo öffne und wieder schließe. Über einen Mod. Sonst geht es ja nicht auf, ne? Das ist das ganze Problem, ne? Weil die Menge kannst du nicht verschenken, ne? Mit Löschen. Und so ist ja auch blöd. Ja, das ist ja auch ungünstig, ne? So, schick mal hin automatisch. So. Vier Ballen, ne? Auf geht, 5 Minuten. Wir brauchen nicht selber fahren. Einmal gefahren, das muss reichen, ne? Wo ist ja mein Achso da hinten? Ich kann ja mal gucken, ob da ein Punkt ist zum Abladen, ne? Den können wir schon erstellen. Ist ein bisschen schwierig, aber es könnte sein, dass ein Punkt hier ist, ne? Da ist kein Punkt. Entschuldigung. Wir laden mal ab und ich würde dann höchstens mit dem links fahren lassen, mit dem, wo ich den nicht löschen möchte, und der ist genau mit dem blauen verbunden. Den nehme ich abladen. Abladen. Gülle. BGH. Ja. Lohne nehmen.
Garantiert, mehr geht nicht rein, ne? Oh doch. Doch, mehr geht nicht. War ja noch eine BGA, ne? Das wäre natürlich irgendwann mal ganz logisch, wenn wir hier mit kleinen Transporter durchfahren lassen. Ne? Wir können ja ganz gerne den Umweg machen. Das ist mir dann auch egal. Hauptsache, es geht automatisch. Wir müssen mal hier schauen. In Thüringen gibt es oft sehr schmale Straßen. Das ist mit Einbahnstraßen gelöst und da jetzt extra kurze Wege so nehmen. Wäre ja Quatsch. Also. Nicht notwendig, ne? Mist muss ich noch reinfahren. Lassen wir mal die Village durch liefern, ne? Und dann können wir hier an dem Ding kurz Mist reinfahren. Mist reicht meistens sowieso nicht auf Dauer, also hat so wild. Oh, geht Licht an. Ja, wird dunkel, ne? Das ist der Winter, ne? So. Ja, 4:45. Obwohl Februar schon zu merken ist, das heller wird, ne? Aber halt Februar ist dann einer der kältesten Monate. Weil alles ausgekühlt ist. Und, was noch viel wichtiger ist, oft gibt es da ein Polarwirbelsplit. Also der teilt sich auf in zwei Hälften, weil er auch schwächer wird. Und dann kannst du mal in Europa kalt werden, ne? Also durch Ostwinde oder Nordwinde. Aus dem Westen, Südwesten kommt keine große Kälte. Kann er gar nicht. Von den Kanaren kommt keine Kälte. Da ist es viel zu warm da unten. Sogar wenn man überlegt, warm Wasser und so, ne? Ich meine, wer es mag, ne? Zwar Vulkan-Dings da hier. Aber das Klima ist relativ trocken, weil das Prinzip die Passatwinde von Afrika kommen. Ja, so eine Insel, da kannst du, bist du irgendwie verloren, ne? Auch wenn es recht groß ist. Auto brauchst du da nicht, denke ich mal. Willst du arbeiten, ne? Industrie ist da auch keine. Nichts, wo man Geld verdienen könnte, ne? Also wo sich lohnen würde, ne? Tourismus vielleicht. Ja, wer will schon Kellner sein, ne? Wie gesagt, nichts. Wer da aufgeht, also mit dem Beruf, ja, soll es tun, ne? Ja, die Arbeitszeiten sind ja auch blöd, ne? Mal zu sagen, ne? Alle Feierabend haben und essen gehen, bist du als Kellner und bedienst, ne? Dafür ist schon mal die Zeit schlecht bezahlt, ne? Also ganz ehrlich. Genauso mit dem Koch und so, ne? Alle haben Feiertag, weiß ich, Weihnachten und so. Und dann arbeiten die. Da finde ich normalerweise, wer dann essen geht, soll auch mehr bezahlen dürfen, ne? Damit der Koch auch einen gescheiten Lohn bekommt, ne? Aber meistens steckt sich der Staat noch viel Geld ein. Das ist ja bisher das nächste Problem, ne? Kommt ja beim Koch nichts an. Wenn der Preis einer Speisekarte 5 Euro mehr ist, zum Beispiel, weiß ich, dann geht noch 50% an Abgaben und Steuern weg, ne? Ich weiß aber nicht, wie das jetzt funktioniert mit den Feiertagszuschlägen, ob da Wochenende eigentlich ist da ja im Prinzip auch schon steuerlich frei, glaube ich sogar. Du selten jetzt angekommen für Tag, ne? Ja, ist ja nicht klar. Ach.
Da hat er auch gestanden gewartet, ne? Bursche. Auf geht's. Kannst du euch tanken fahren in die Ecke. Ja, die Fahrzeuge tun sich leichter, wenn das geräumt ist, ne? Drei, 10 vor 6, 10 nach halb 6. Ja, die echte Uhrzeit sind da. Der Sprinter sowieso. Hätte auch einstellen können mit Abladen, ne? Dann wäre das vielleicht. Aber beladen muss das so werden. Das haben wir jetzt geschafft, Prozente. Prozent hat auch nicht gereicht. 88%. So, wir gehen jetzt zurück. Es wird dunkel, das ist nicht so schön. Das war so nicht geplant, die Folge so zu gestalten. Obwohl ich im Hof schon Licht gebaut habe, also Flutlicht, nur am Stall nicht, ne? Da ist es dunkler. Oh, schauen wir hier hinkriegen, ne? Ja, im Winter ist das gemein. Aber im Grunde die Arbeit ist so eintönig, ne? Das ist ja, ja, ist ja Holz wollte ich erst machen, aber das ist jetzt auch so. Ich weiß ja, ich hatte ein Crossing viel Holz gemacht, eine ganze Woche ungefähr. Der Marsch kommt dann auch noch wieder in der Produktion. Irgendwann mal zum Winter, denke ich mal, garantiert. Da wollte ich eben mit Holz nicht anfangen. Wir werden hier auf jeden Fall mehr ernten und also ganz das Silage ist ja eh klar. Aber wir werden auch viel Weizen und Gerste jetzt anbauen und entsprechend globalen Markt verkaufen. Meine noch Hafer. So kommen hier so alles, was ich dort verwenden kann. Nehmen wir stark an, dass wir etliches mit Bier machen können. Ne? Da kann man auch ruhig ein bisschen was einkaufen, das ist nicht so schlimm. Finanziell ist das nebensächlich, ne? Dünger immer da herstellen und da wird sich ungefähr ausgleichen, dass man da. Plus wenn das Null hinbekommen. Vielleicht ein bisschen Dünger für Crossing. Und wenn da was anfällt, was wir brauchen könnten. An Früchten, da wird man schauen, ob wir da. Oder umgekehrt, vielleicht kann man irgendwas gebrauchen, ne? Vom Weizen und von Mehl. So, für Brot und so. Bin da flexibel. Was Schnee ist keine Spuren mehr, aber nicht so deutlich, ne? Nur da, wo er stehen bleibt, ne? Guck mal nach, noch einen Tag, ob wir einen übrig haben. Wir können ja was einstellen, ne? Zumindest, dass wir näher. Ich muss auch mit dem Patch anhängen, dass unten rechts eine Dings der Kuptal. Oder ist da mit Lack drauf? Kann auch sein. Wo haben wir jetzt einen Anhänger? Wahrscheinlich haben wir den zu stehen. Das könnte Lack sein, ne? Aus. Ich finde das ein bisschen übertrieben mit dem Lack. Das zu schnell, dass er runtergeht, ne? Weil ein bisschen Lack ist ja mal da, dann müsste er ja blank sein, ne? Oder voller Rost. Das ist ja nicht der Fall. Doch, Spuren sind doch da. Ich müsste eigentlich einen Anhänger stehen zu stehen haben.
mit 18 Kubik. Eigentlich. Für Gülle. Hier sehe ich keinen. Und noch einen Anhänger sehe ich hier. Wenn wir zwei schicken können, ne? Da ist vorne einer frei. Den Milchanhänger wollte ich nicht nehmen. Leider auch verkauft. Der kauft halt einen neuen. Ich schau mal vorne. Anderer Stellplatz, ne? So, Anhänger, Wagenpresse, Hänger, Hänger, Steine. Ne, hier haben wir nichts. Dann kaufen wir einen. Denn Gülle ist ja jetzt ein bisschen dämlich. Das ist für 18.000. Den machen wir. Das ist für mich gedacht. Universal Gülle ausbringe. Ach, der kann spritzen. Ah, das wäre vielleicht echt so blöd. Kauf den mal. Weil ich hatte ja mal das Problem gehabt, ja, Problem nicht, aber wie gesagt, ist ja so. Hier zum Beispiel, wenn ich irgendwo anfängt, dann kriegt er ja nicht den Punkt vom Crossplay. Bei Kleinanhänger, na gut, da wäre viel Fahrerei, ne? Aber wie gesagt, da gibt es ja auch die Option mit Zubringer. Dann wird das vielleicht nicht ganz so dramatisch sein, ne? Anführungszeichen. Angekommen ist er garantiert zum Tanken. Ah, da sind da. Ich dachte, er wäre schon da. Muss hier im Frühjahr beim Händler die ganzen Dünger abholen mit dem Düngerstreuer, ne? Können wir das hier verarbeiten für. Und das nochmal Saatgut. Mineralfutter. Anhängen geht, abhängen kriegt nicht an. Das ist immer irgendwas. So. Wir lassen ihn mal fahren. Ich würde mal theoretisch mal gucken. Wir haben garantiert keinen Punkt zum Beladen, ne? Das ist garantiert so. Ja. Wo wir hinfahren, ne? Den Punkt halt. Mal gucken, wie die Richtung ist. Dann geht er. Ja, dann geht es am Morgen im Prinzip mit Helen weiter, ne? Nächste Folge mit Helen. Der andere wieder unterwegs sein. Ne, komm, ne? Nein. Oder kommt da die Kurve nicht rum? Das kann auch sein. Das ist sogar so. Den lassen wir jetzt düsen, ne? Da sind wir auch nicht fertig hier. Oder wir können ja mal. Genau. Kurz mal schnell den voll machen. Und hinschicken, ne? Dann wäre das zumindest. Wenn man das Speichern gelingt, ist zumindest eins fertig, ne? Wenn es klappt. Speichern geht auf jeden Fall. Mal gucken, nur dass es zur Not halt länger laufen lassen, ne? Dann macht er automatisch. Sagen wir so, Back ist Back, ne? Fehler. Auch mal schauen.
Nehmen wir an, wird einige Updates kommen. Nicht wegen der Mods, der Früchte, das wird ja OneGP automatisch eingebaut. Muss er nur halt haben, ne? Das ganze Problem. Wenn ich hast, hast du nicht. Aber ich muss mal die nächsten Tage schauen. Zum Wochenende. Und es mir jetzt auch egal, ob ich Rabatt kriege oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Jetzt auch vorher kaufen können, schon ein paar Wochen. Wo es zu kaufen geht, ne? Meistens mache ich das ja sowieso, wenn ich jetzt irgendwie Rabatt kriegen könnte, 10% oder so, dann mache ich es halt schon mal. Ah, ich bin eher dazu gekommen. Beziehungsweise habe ich dann gedacht. Ich wollte keine haben, ne? Ja, warum das hier theoretisch so ins Lüsse backen, ich weiß es auch nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, ne? Aber die Gründe gab es ja am 19. auch schon, aber dann keiner gelöst, ne? Weil bei der Marsch habe ich das Problem auch. Bei Gras aktuell. Bei Mais muss ich schauen. So ist. Mais haben wir noch nicht. bei der ganzen Silage. Bei Gras hat es hier auch gehabt, denke ich mal. Aber dadurch, dass wir das von der anderen Seite öffnen konnten, war das Problem dann nicht da. Aber so. Checken wir hin, ne? So ein Sauwetter hier. Ja, das ist aber mal der richtige Extremwinter, ne? So wie wollen fahren. Handel, Verkauf, Ballen. Da steht ja genau richtigen Stelle, ne? Und hier werde ich mit dem mal so fahren lassen, den er getankt hat. Mit einem ohne Schild wäre vielleicht unbekommen, ne? Tankanzeige, ne, oder? Der Tank ist voll. Er hat schon getankt. Okay, nee, den Tank haben wir unten. So. Ich fahre mal jetzt zum Stall. Da wird kein Punkt sein, den machen wir noch. Den brauchen wir auch gar nicht. Die müssen nur gucken bei Standard. Oh, dunkel. Und so geht, ne? Beim Stall losfahren lassen. Milch ist auf jeden Fall da. Punkt. Aber bei Gülle glaube ich eher nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Wir müssen nur halt die Runde fahren, wie der andere fahren würde, ne? Richtung hier so eine Kante mitten im Boden. Ja, so dicht am LKW geht auch nicht, ne? So. Dann schicken wir mal. Mit einer Rauche? 4 Minuten. Dann wäre zumindest ein bisschen freigeräumt. Und ich kann hier gleich mal einen Punkt machen zum Beladen, ne? Wird er hier so ungefähr sein. Beziehungsweise ich muss hier sogar den Kurs verlängern. Weil sonst der andere Punkt bringt mir ja nichts, ne? Kurz vorwärts fahren lassen, geht da mir Rückwärtskurs anfängt. Denn den Punkt da nutzt mir ja nichts, ne? Den kann man zur Not ja weiterschieben. Komm, ein Punkt noch. Und zur Not zurückschieben, ne? Der ist schon zu weit weg. Verschieben und
Ja. Beladen. Bin Laden, ne? B. Stahl. Ah. Lohnunternehmen. Ich müsste auch im Prinzip mir auch darunter speichern. Da geht ich weiter. Lohnpunkt. Kommapunkt. Das ist der Kalkkurs. Ich muss mal ganz kurz daneben fahren. Das garantiert weit weg. Müsste eigentlich funktionieren. Und wenn nicht, man muss korrigieren, ne? Ich meine, die Hauptkurse sind ja drin, ne? Das ist das Gute, ne? Hat El Matador ganz gut gemacht. Im Ganzen hat er gut gefahren, ne? Wie gesagt. Spätestens dann, wenn das nicht funktioniert, muss ich ein bisschen Kurs korrigieren, ne? Vor allem beim Liefern, ne? Deswegen habe ich auch einen kleinen genommen, kleinen Anhänger. Mit der kleinen kommt er ein bisschen besser klar mit Strecken hier als mit dem großen, ne? Ist ja halt mal so, ne? So, haben wir gut geschafft. Kommt der andere noch an? Bis wir abschließen können. Machen wir heute mal fertig, ne? Der Schneefall lässt nach, überhaupt. Gott sei Dank auch. Eh schon genug da. Das machen wir nächste Woche. Einstellen. Nehmen an, ob wir doch genug da sein jetzt. An. Na, das passt doch genau. Da geben wir alles ab. Und da müsste bald Geld kommen, ne? Dann haben wir ein bisschen schon. Was erreicht. So, das nehmen wir nicht mehr zurück. So. Können wir ausschalten. Ich muss eh nächste Woche neu starten und dann alles so hinschicken, wie es sein soll, ne? Mission. Die schließen wir ab. Gut. Und da schauen wir rein, was wir da schon gekriegt haben. Das ist voll, das ist schlecht, aber ist halt so. Können wir deaktivieren. Butter. Ja, eine Palette, ne? Kriegen wir heute Nacht zurecht. Vielleicht zwei. Vielleicht klingt es mir mal von Tonne Marsch, Butter zu verkaufen. Da können wir hier einkaufen, um die Mission abschließen zu können. Ne? So ist halt, ne? Ja, ich wünsche euch alle einen schönen Rest und da. Einen guten Start in die neue Woche. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder hier. Thüringen von 9. Die Folgen müssen noch aufgenommen werden, ne? Aber ist halt so. Ne? Vielleicht gibt es ja noch einige andere Updates. Ne? Und dann kommt die neue Früchte schon. Mal schauen, was wir machen können. Daraus. Ja, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.